willkommen zur 212. Sicherlich kennt ihr Kanan Jarrus aus Star Wars Rebels. Doch wusstet ihr, dass sein wahrer Name eigentlich Caleb Doom ist? Denn während den Klonkriegen kämpfte er als Padawan an der Seite von Deppa Bilaba, seiner Jedi-Meisterin. Sie bildete ihn aus und sie kämpften in vielen Schlachten Seite an Seite gegen die Separatisten. Der noch junge Caleb Doom verstand sich sehr gut mit den Klonen. Umso mehr war er schockiert, als diese seine Meisterin und ihn unter Beschuss nahm, nachdem Kanzler Palpatine den Order 66 ausrief. Caleb konnte nur überleben, weil seine Meisterin sich für ihn opferte. Auf der Flucht vor den Klonkriegern vernichtete er alles aus seiner Vergangenheit, was ihn verraten könnte. Um dabei so sicher wie möglich zu sein und seine Fähigkeiten zu verbergen, schloss er sich einer Gruppe von Schmugglern an. Mit den Schmugglern zusammen konnte er sich in der kriminellen Unterwelt durchschlagen. Doch die Klone waren ihm immer noch dicht auf den Fersen. Er wusste, dass er so alle um sich in Gefahr brachte. Also nannte er sich um in Kanan Jarrus. Er verließ die Schmuggler und fing an, seine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Eines Tages traf er dann schließlich auf Hera Syndulla und schloss sich ihrer Crew an. Bei einem gefährlichen Einsatz sah er sich dann gezwungen, seine Macht einzusetzen, um sich und die Crew von Hera zu retten. Nach diesem Vorfall beschloss er, sich der Rebellion anzuschließen und gehörte dann zur Crew der Ghost. Unserer Meinung nach ist Star Wars Rebels eine gute Serie und mittlerweile auch ein guter Nachfolger von The Clone Wars. Auf der rechten Seite findet ihr ein Video zu unseren Top 10 Klonkriegern. Also bis zum nächsten Mal, eure 212.